herzlich willkommen zu einem neuen Kruste und Krume Pasta Basic Video. Jetzt mit der schwierigsten Pastaform. Also das ist jetzt schon für die fortgeschrittenen Pastaios unter euch, nämlich die Trofie. Spezialität aus der Toskana, da Latium, also ja Mittelitalien. Und ja, wir haben dort wieder unseren Grundpastateig, nur Hartweizengrieß und Wasser. Der sollte jetzt aber, also der Teig sollte jetzt nicht zu trocken sein, sonst wird das extrem schwierig. Das heißt, unbedingt vorher nur kurz die Handflächen mit Wasser benetzen und das Wasser da ein bisschen einarbeiten, damit der Teig wirklich schön so geschmeidig ist und jetzt nicht schon so eine trockene Oberfläche hat. Genau, das heißt, man hat jetzt da einen Teigbotzen, genauso eine Kugel sei, ist echt nicht schlimm. Das heißt, ich reiße da ein Stück runter, so rollt es so aus, schön bauchig. Und jetzt drehe ich eigentlich so drüber, also eigentlich wirklich so im rechten Winkel, nicht jetzt in die Richtung, in die der Teigstrang schaut, also nicht so runter, sondern wirklich eigentlich so rüber, nur da mit dieser Hornfläche. Und dann wird das so ein schönes Gewinde. Also, und wenn man dann schon das ein paar Mal gemacht hat, kann man das alles in einen Schritt machen. Das heißt, in einem Zug so rauf und dann im anderen Zug so rüber und dem so ein Gewinde geben. Das heißt, zack und zack. Also das sind jetzt die Trophäe. Doch schon ein bisschen was für anspruchsvolle oder geübte Pastaios. Aber es zahlt sich aus, sie schauen total schön aus und sie schmecken auch wirklich gut. Das heißt, viel Spaß beim Nachmachen und buon appetito!